Was haben wir hier? Naja, erstmal natürlich eine ganz normale Spiegelplatte, wie überall, aber die können wir antreiben und auslenken. Und zwar nicht nur in die eine Richtung, sodass der Spiegel sich hier so nah in die Dimension um die Achse bewegt, sondern außerdem über die äußere Masse sich noch so auslenken kann. Wie machen wir das? Indem wir hier so ganz viele kleine Kämme haben. Und die Kämme, die legen wir auf unterschiedliche elektrische Potenziale und durch elektrostatische Anziehung, ähnlich wie wenn man mit einem Luftballon bei euch durch die Haare reibt, zieht die Haare nach oben, ne? Das ist Elektrostatik. Und genau das nutzen wir hier auch, um eben unsere Mikrospiegel auszulenken. Und da wir das einerseits hier über eine kleine Feder aufhängen können und das Große von außen bewegen können, haben wir das hier innen noch mit einer zweiten Feder aufgehangen und können das in die andere Dimension auslenken. Bitte? Das ist das Schöne an Silizium. Silizium ist das Halbleitermaterial, aus dem Mikroelektronik gebaut wird. Und Silizium wird nicht müde, auch wenn du es 1 Million Mal verbiegst und verwendest. Und ja, so ein Ding, auch wenn ihr das vermutlich noch nie jetzt so im normalen Leben gesehen habt, es ist doch überall verbaut. Jedes Mal, wenn ihr einkaufen geht, zieht die Kassiererin eure Ware, eure Produkte, die ihr kauft, über so ein Ding drüber. Denn das Ding steckt in einem Barcode-Scanner. Das Ding steckt auch beim autonomen Autofahren in der Kamera. Und jeder Roboter, der ein Auge braucht, um seine Umgebung abzurastern, macht nichts anderes, als so einen Spiegel benutzen und mit einem Laser-Distanzmessgerät die ganze Zeit die Entfernungen messen. Und das macht er aber nicht nur einmal pro Sekunde, sondern 1000 Mal pro Sekunde. Und dadurch kriegt er ein Gefühl dafür, wie schnell sich Dinge bewegen und kann die ganze Umgebung kartografieren. Vielleicht euch das Ganze noch ein bisschen mal zu verdeutlichen, wie die Bewegung hier aussieht, dann seht ihr hier eine dieser Schuhfigur, nämlich wie das die ganze Zeit ganz schnell nach oben und unten wandert. Ja, nicht ganz. Oh. Ja, das wird angewendet dann, aber das. Aber so können wir quasi bereichsweise eben scannen. Und wenn ich jetzt hier eine Achse ausschalte, dann habe ich nur noch eine Linie. Genau, bei dem Scanner seht ihr immer schon ganze Bereiche. Das liegt daran, weil die sich wahnsinnig schnell bewegen. Wir haben das jetzt hier verlangsamt, damit man das besser sehen kann. Wir nutzen den stroboskopischen Effekt, bei dem wir also immer nur einen Punkt von einer Welle abtasten und ganz kurz das Licht anmachen. Und das machen wir von der nächsten Welle ein kleines bisschen verzögert und dann noch ein bisschen verzögert. Und damit können wir eine Bewegung, die sonst tausende Male in der Sekunde geschieht, so auflösen, dass ihr die volle Bewegung in 10 Sekunden seht. Wie jetzt hier an dem Beispiel. Ne? Da kann man ja gut verfolgen, wie das nach links und rechts kippt. Für gewöhnlich macht es das, wie gesagt, 1000 Mal pro Sekunde.